Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video zeige ich euch den Selbstverteidigungsschlüssel. Ihr durftet mal wieder auf Instagram abstimmen und habt für den Selbstverteidigungsschlüssel abgestimmt. Im nächsten Video wird es dann um den Gamer Boost gehen, aber in diesem erstmal um den Schlüssel. Und dann würde ich sagen, reden wir gar nicht lange drum herum, fangen wir direkt an. So, als allererstes nehme ich den Selbstverteidigungsschlüssel mal von meinem normalen Schlüsselbund ab. Das ist mein normaler Schlüsselbund, der hängt schon an so einem Karabinerhaken. Und das ist der Selbstverteidigungsschlüsselbund. Ich glaube, das war der mittlere Selbstverteidigungsschlüsselbund. Die Dame hat noch einen großen, einen mittleren und einen kleinen. Aber ich habe mich für den mittleren entschieden, obwohl das auch schon ziemlich groß ist. Und ja, beginnen wir mit der ersten Sache, die direkt auffällig ist, und zwar je nachdem, welche Farbe ihr wählt, weil es unterschiedliche Farbtöne gibt. Ich markiere euch hier, zeige ich euch kurz, und markiere sie unten, damit ihr sie definitiv finden wird, sie und ihre Seite. Übrigens bekomme ich dafür kein Geld oder sonst was, das ist einfach nur meine Meinung, dass ihr das mal gesehen habt, weil momentan ist TikTok damit voll. Und ja, als allererstes habe ich mich für die Farbe Schwarz entschieden und habe dazu dann so einen hübschen Bummel bekommen. Schwarz mit weißen Härchen vorne, könnte man sagen. Und dann ist hier ein Bund dran zum Festhalten, auch in Schwarz-Weiß-Tönen. Und dann ist hier so ein Stift dran. Und zwar könnt ihr damit euer Handy bedienen, aber auch wenn ihr unterwegs seid, Knöpfe drücken. Zum Beispiel jetzt wie ein Aufzug oder sonst was, besonders während Corona für manche. Wenn ihr euch deswegen sehr, sehr viele Sorgen macht, ganz praktisch. Ihr könnt damit auch Flaschen öffnen, wenn ihr wisst wie. Und ja, ich finde das ultra praktisch. Ich benutze manchmal mein Handy damit. Und tatsächlich, wenn ich unterwegs bin, so manche Aufzüge, so benutze ich das. Natürlich müsst ihr das dann ab und zu mal sauber machen. Aber ja, das ist ja das geringste Problem. So sieht das aus. Dann haben wir einmal hier im gleichen Stoffmuster wie dem Bund, haben wir eine Täschchen, wo eine Flasche drin war. Diese Flasche war leer, aber diese Flasche dient dazu, damit ihr Desinfektionsmittel reintun könnt. Während der jetzigen Zeit besonders wichtig. Ich meine generell, ich hatte früher auch immer so ein kleines Desinfektionsteil an meiner Handtasche. Und ja, finde ich mega süß, dass da so ein Döschen bei war, weil auf dem Foto war das nur so zu sehen. Aber so ein Döschen direkt dabei ist definitiv praktischer. Und jetzt kommen wir zu den zwei interessantesten Sachen, die, denke ich, auch die meiste Zeit des Videos jetzt auffordern wird. Und geht es einmal um diesen Stab und einmal um diesen Pieper. Ich glaube, wir fangen mit dem Pieper an, weil ich dazu schon ein paar Geschichten erzählen kann. Und zwar müsst ihr diesen Bund hier rausziehen, damit der Pieper losgeht. Und es wurde gesagt, dass das nicht aus Versehen passieren kann. Mir ist das jetzt zweimal aus Versehen passiert. Einmal in der Öffentlichkeit und einmal bei meiner Stiefmutter in der Wohnung. Und zwar habe ich mich einmal hier draufgesetzt und den Schlüssel gezogen. Und einmal in der Öffentlichkeit, das war vorm Kaufland, da habe ich meine Einkaufstasche schon eingepackt und der Schlüssel war da drunter am Legen. Weil ich hatte keine Handtasche bei. Ich habe einfach so eine Einkauftüte gehabt, da war der Schlüssel drin, da war halt alles Mögliche drin, mein Portemonnaie, mein Handy. Und ich dachte mir so, okay, Einkauf einfach reinschmeißen, und dann bin ich rausgegangen und da hat es geregnet. So, was macht man jetzt? Natürlich dachte ich mir so, hole ich mir den Schlüssel schon mal rein, dann muss ich den gleich nicht mehr raussuchen. Ja, dann ging der Pieper los. Einfach so, mitten auf der Straße. Da haben die Leute natürlich erstmal angeguckt und dann meinte so ein Typ zu mir, scheint ja zu funktionieren. Ich so, ja. Also, dieser Pieper hat auch noch eine Taschenlampe, die ziemlich hell leuchtet. Davon gesehen. Also, da sind auch Batterien, alles schon drin. Ihr müsst nichts einziges reintun. Und ich werde jetzt gleich auch den Pieper einmal ganz kurz zeigen. Aber vorher war nicht mein Freund vor. Unser Kleiner ist extra heute bei der Oma, weil das viel zu laut wäre für ihn. Und ja, ich schwang kurz vor, dann komme ich wieder. Ich habe jetzt meinem Freund vorgewarnt und nicht, dass ihr denkt jetzt, dass wir irgendwie ein
Nachbarskinder haben, die sind alle schon was älter, die sind nicht jetzt im Kleinalter und die bekommen das gar nicht mit. Wie gesagt, ich zeige das wirklich ganz, ganz kurz, deswegen macht jetzt das Mikrofon leiser. Okay, ganz kurz. Ja. Das ist der Pieper. Wie gesagt, das ist der Pieper mit der Taschenlampe. Und jetzt kommen wir zu einem Teil, was ziemlich hart diskutiert wird. Und zwar ist es so ein Verteidigungsstab. Und zwar sagen manche, es ist eine Waffe, manche sagen, es ist keine Waffe. Wäre es eine Waffe, dürfte sie es gar nicht so verkaufen. Das ist ja auch komplett bewusst. Ja, es ist, ich denke sogar Metall, ja. Würde ich jetzt sagen, es ist Metall. Und es ist nicht größer als die komplette Handfläche. Ich glaube, ihr kennt das Gesetz, wenn es größer ist als die komplette Hand oder so, wenn es größer als die Hand ist, dann darf man es nicht mehr verwenden. Ich denke, so ging das Gesetz. Auf jeden Fall habe ich selber nachgegoogelt und es ist nicht verboten, so einen Stab zu haben. Aber die Benutzung wird sehr, sehr hart halt kontrolliert und gestrengt. Ich kann mal einen Karton holen, dann kann ich euch zeigen, wie deftig das ist, wenn ihr tatsächlich damit jemanden eine reinhaut. Moment, ich hole das kurz. So, ich habe jetzt mal einen Karton geholt und ich zeige euch jetzt mal, wenn man damit volle Kraft reinschlägt, was passiert. Dazu nehme ich den Karton einfach mal hier hin. Hier seht ihr das noch vom ersten Video, was ich aus Versehen gelöscht habe. Und zwar denken wir uns jetzt einfach, dass dieser Karton irgendwie aufdringlich oder irgendwas. Auf jeden Fall so, dass ihr denkt, ich muss den jetzt benutzen. Ihr habt ihr den ja so und ihr haut ja volle Kanne rein. Das heißt, ihr macht den hier. Wisst ihr, was ich meine? Ihr geht volle Kanne rein. Also richtig so. Ja. Der erste war ein bisschen misslungen. Dabei habe ich mir ganz viel Mühe gegeben. Der zweite ist eher krasser. Also. Kann das. Fokus? Warte. Ich will euch den Fokus geben. Und zwar ist hier. So, jetzt bin ich wieder da, es hat gerade geklingelt und ja, wie gesagt, ist definitiv kein Spielzeug, sollte man überlegen, ob man das sich wirklich holt. Wie gesagt, es ist ein Selbstverteidigungsschlüssel, natürlich ist sowas bei, aber man kann extrem viel Schaden damit verursachen und wie gesagt, also sie dürfte es nicht verkaufen, wenn es als Waffe zählt. Deswegen darf sie es verkaufen, aber man sollte dennoch extrem gut drauf aufpassen, wann man sowas in welche Situation benutzt. Das ist genau wie Pfefferspray. Jeder darf dieses Tierpfefferspray haben, aber verwenden, das ist immer so eine andere Sache. Oder man darf das Pfefferspray bei sich zu Hause haben, aber selbst das Beiführen oder so. Definitiv kompliziert. Ich weiß, dass man das haben darf, aber bei Verwenden da schreiten sich die Geister, aber so Notsituation, man weiß ja nie, was passiert. Im schlimmsten Fall, falls euch einer angrapscht und ein Nein oder sonst was nicht versteht, dann darf man das selbstverständlich verwenden. So. Hey, was ich vergessen habe zu sagen, ist, dass man allein durch diesen Besitz von so einem Schlüssel extrem sicherer fühlt. Das ist ganz wichtig noch dazu zu sagen, weil man muss ihn ja nicht immer verwenden. Alleine der Besitz zu haben, macht einen den Gedanken, okay, falls was ist, kann ich mich verteidigen. So, das war's mit dem Selbstverteidigungsschlüsselbund. So sieht er nochmal aus. Ich zeige nochmal jedes einzelne Teil schnell. So, dazu hat die Liebe noch ein Geschenk dazu gepackt, was ich die ganze Zeit benutze. Und zwar ist das derzeit wieder extrem beliebt, vor allem durch TikTok, so ein Squashy-Armband, genau. So ein Squashy-Haargummi, wo man sich die Haare festmachen kann. Und ja, war süß verpackt, kam, als sie es versendet hat, auch schnell an. So sieht mein Schlüssel mittlerweile aus. Und ja, ich markiere euch die Seite, ihr Instagram-Profil definitiv unten in der Beschreibung. Und weil das ja jetzt ein, weil ich das auf TikTok gesehen habe,
könnt ihr mir gerne unten in die Kommentare schreiben, was ich vom TikTok noch probieren soll. Also kaufen soll, ausprobieren soll. Und ja, dann würde ich sagen, war's das schon. Das war's mit diesem Video. Bevor wir das Video jetzt komplett beenden, möchte ich einmal Dankeschön sagen, dass wir in der letzten Zeit wirklich so unglaublich schnell gewachsen sind. Und möchte noch gerne sagen, ihr könnt lieben, lieben gerne auf Instagram vorbeischauen, weil da mache ich ja immer Abstimmungen. Welches Video wollt ihr als erstes sehen oder habt ihr Wunschvideos? Weil ich möchte so gut wie es geht euren Wünschen nachgehen. Und ja, vielen lieben, lieben Dank. Ich freue mich über jeden Daumen hoch. Ihr könnt lieben, lieben gerne Kommentare schreiben, welche Produkte ich von TikTok noch probieren soll. Oder allgemein, auch wenn ihr Wünsche habt, Wunschvideos, könnt ihr auch in den Kommentaren schreiben. Das ist alles frei überlassen. Ihr könnt kostenlos abonnieren, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt. Und dann möchte ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!